Moin Moin Seekräuter, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal und willkommen zu dieser Ausgabe der Schiffseinweisung. Und diesmal nicht mit einem Premium-Schiff, sondern mit dem Forschungsbaumschiff. Und zwar Friedrich der Große, T9-Schlagschiff der Deutschen, hat es hier in unsere Schiffseinweisung geschafft. Ich hatte mir ja vor einiger Zeit das Schiffchen mal in meinen Hafen gestellt und ein bisschen damit rumgespielt. Mit Update 0712 kam damals nämlich ein Buff ins Spiel. Und zwar wurden die Hauptbatteriegeschütze alle um 3 Sekunden schneller. Also die haben 3 Sekunden schneller nachgeladen. Außerdem wurden die 105 mm Sekundärgeschütze gebufft und die haben jetzt nämlich auch ein Viertel Pen bekommen, also die penetrieren 25 mm. Effektiv haben wir jetzt für die 406 mm Hauptgeschütze 26 Sekunden und für die 420 mm Hauptgeschütze 29 Sekunden. Und das in dem Bild, den ich euch jetzt hier auch vorstellen möchte, ist das schon richtig, richtig spaßig. Kurz zur Geschichte, es ist nur ein Papierschiff, es ist ein Entwurf. Wargaming hat den Entwurf der H-Klasse genommen, um hier ein T9-Schiff draus zu zaubern. Ist am Ende, wenn man das ganz einfach ausdrücken will, Historiker, Entschuldigung, aber das ist einfach nur eine verbesserte Bismarck. 406 mm respektive 420 mm. Bei der Bismarck hat man eben noch 380. Die Panzerungsanordnung ist sehr ähnlich, wenn auch leicht anders. Von der Stärke her, wir haben einen Doppelschornstein dabei. Prinzipiell, die Grundkonstruktion ist eine verbesserte Bismarck. Und da wir zur Geschichte nicht so viel sagen können, kommen wir dann schon direkt zur Überlebensfähigkeit. Wir werden es immer wieder mal mit einem anderen T9-Forschungsschiff vergleichen, und zwar der Iowa. Was macht jetzt den Friedrich hier so was Besonderem? Kommen wir gleich zu den Trefferpunkten. 84.300 Trefferpunkte und das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil, denn wir haben damit sehr, sehr viele Trefferpunkte auf T9. über 5000 Trefferpunkte mehr als die Iowa zum Beispiel hat. Die Torpedo-Schadensverringerung beträgt 25% und das ist genau der gleiche Wert wie bei der Iowa. Gucken wir uns ganz kurz die Panzerungsanordnung an. Und die ist nämlich schon cool und ihr seht jetzt, wie viel Gelb hier dabei ist, auch am Deck oben. Das sorgt nämlich dafür, dass der Friedrich eine ganze Menge aushalten kann. Wenn wir hier ganz kurz oben anfangen, hier haben wir 32 mm, das heißt Overmatch, also Panzerungsignorierung für Geschosse von 460 mm, also Yamato Musashi, kommen da quasi durch. Hier, das sind die 32 mm und wir haben 32 mm hier hinten auch nochmal. Und der Rest ist dann schon wieder stärker gepanzert. Hier geht es nämlich schon los. 50 mm, 80 mm, 50 mm. Und das ist wirklich schon eine richtig coole Sache. Das macht nämlich auch den HE-Spammern relativ schwer. Wenn man 152 mm Kanonen hat, also geneigter Kreuzer ist, der IFAE geskillt hat, kommt man nur durch 32 mm, also bis zu 32 mm durch. Das heißt hier vorne, da hinten und hier bei den Aufbauten. Mehr nicht. Und das ist bei vielen anderen Schlachtschiffen, zum Beispiel bei der Iowa, sehr viel leichter möglich, weil das Ding nämlich komplett umzogen mit 32 mm ist. Und das ist bei Friedrich hier schon mal nicht der Fall. Außerdem gibt es hier eine Besonderheit, und zwar hier vorne die 60 mm, die eben dafür sorgen, dass die Winkel nicht ignoriert werden, aus der die AP-Munition auf euch abgeschossen wird, sondern hier wird selbst Yamato-Projektil abprallen. Ja? Wenn man natürlich aus dem richtigen Winkel schießt, dann nicht mehr, aber wichtig ist ja, dass man eben frontal mit diesem Schiff hier steht. Dann haben wir hier an der Seite 300 mm. Und dann kommen wir zu dieser Turtleback-Anordnung. Ganz besondere Eigenschaft der deutschen Schlachtschiffe. Wir haben hier innen dann nochmal 150 mm und da nochmal 45 mm. Kommen wir in der Summe auf 495 mm, die im optimalsten Fall bis zur Zitadelle überwunden werden müssen. Das ist schon eine ganz ordentliche Panzerung und macht es ziemlich, ziemlich schwer, aus mittlerer und naher Entfernung hier Zitadellen reinzudrücken. Ihr könnt heftige Treffer kassieren, gerade dann, wenn ihr hier oben im Panzergürtel bei nur 145 mm getroffen werdet. Da zappelt es dann ganz ordentlich, da tut auch ordentlich weh, aber ist trotzdem verhältnismäßig schwierig, wird dann nachher mit dem T10-Schiff noch schwieriger für die Gegner. Wir haben hier vorne dann nochmal 125, 220 mm und im hinteren Bereich nochmal 220 und eben auch 125 mm. Ganz kurz noch weiter zu den HE-Schleudern. Es gibt ja auch durchaus schwere Kreuzer, die dann 203 mm haben. Und da ist dann ganz interessant, die einzigen Schiffe, die euch wirklich mit HE noch gefährlich werden können, nämlich auch bei den 50 mm Panzerungen, die ihr hier seht,
ja, sind dann die deutschen Kreuzer. Ja, weil die haben ja ein Viertel Penetration mit ihren HE-Granaten und dann kommen die dann bis auf 50 mm durch. Die amerikanischen Kreuzer mit 203 mm schaffen es selbst mit IFAE nicht, euch die 50 mm zu durchstoßen mit ihren HE-Granaten. Also das ist mal so nice to know für euch. Beim Friedrich den Großen gibt es zwei verschiedene Optionen. Und zwar einmal die Hauptbatterie mit 406 mm und einmal die Hauptbatterie mit 420 mm. Prinzipiell seht ihr jetzt gerade eingeblendet die Hauptbatterie mit 406 mm. Wir haben dort die normale Nachladezeit von 26 Sekunden und 32,7 Sekunden Turmdrehzeit. Entscheidend, und das möchte ich ganz besonders hervorheben, ist hier die maximale Streuung. Ihr kommt nur auf 20,3 Kilometer, wenn ihr den voll ausgebauten Zustand habt, den ich jetzt hier die ganze Zeit beschreibe, kommt ihr auf eine horizontale Streuung von 265 Meter. Und das ist gleichzeitig so eine ziemlich negative Eigenschaft bei dem Friedrich, denn der Scheißer streut bis zum Umfallen. Das sind 265 Meter auf 20,3 Kilometer. Das macht am Ende 13,05 Meter pro Kilometer Kampfentfernung. Kommt da, wenn man das linear berechnet, Streuung dazu. Nur mal so zum Vergleich. Die Iowa, die hat nur 11,62 Meter Streuung pro Kilometer Kampfentfernung. Das heißt, die hat zwar in Summe einen höheren Wert, also 272 Meter, schießt aber 23,35 Kilometer weit und damit ist das Schiffchen eine ganze Ecke genauer. Dazu kommt, bei der Iowa haben wir Sigma 1,9, hier haben wir nur Sigma 1,8 beim Friedrich. Das heißt, die Charakteristik, mit dem Schiff in mittlere und Nahkampfentfernung zu kommen, und ist besonders ausgeprägt in diesem Fall. Also man sollte mit dem Deutschen nicht auf große Entfernung bevorzugt arbeiten, sondern möglichst nah an den Gegner ran. Also ab 15 Kilometer wird spaßiger, kann man so sagen. Ist so ein bisschen so wie bei den Russen, könnte man sagen, die jetzt demnächst ja ins Spiel kommen. Wenn wir uns dann hier weiter durcharbeiten, dann haben wir eine Sprenggranatenbrandwahrscheinlichkeit von 38%. Wir penetrieren 100 mm, da kommt wieder dieser ein Viertel Pen. Ne? Also ein Viertel des eigenen Kalibers penetrieren wir an Panzer und beim gegnerischen Schiff. Und dann geht es weiter hier mit 12.700 AP Damage. 20,3 Kilometer Reichweite, hatte ich schon gesagt, 810 Meter pro Sekunde. Wir haben hier Standard Abprallwinkel, 0 bis 30 Grad garantierter Abpraller, 30 bis 45 Grad die Chance auf Abpraller. Die Munition, wenn wir 406 mm verwenden, muss 68 mm an Panzerung penetrieren. Danach gibt es die Zündverzögerung standardmäßig 0,033 Sekunden und dann explodiert die AP-Granate. Das ist ja ein üblicher Wert. Wenn ihr die 420 mm Kanonen benutzt, dann müsst ihr sogar 70 mm penetrieren, bevor die Granate die Zündverzögerung auslöst. Geht's weiter mit der Sekundärbewaffnung. Die kann man hier durchaus hervorheben, weil die Grundreichweite der Sekundärbewaffnung 7,6 Kilometer beträgt und damit ist es hervorragend zu skillen auf Sekundär, nämlich bis auf 11,5 Kilometer Reichweite. Es gibt Schiffe, die können weiter schießen, die sind aber nicht so gut von der Penetration. Und deswegen sind die deutschen Schlachtschiffe gerade die besten Schiffe. Wenn man Sekundär skillen möchte, dann sollte man das mit deutschen Schiffen tun und nicht mit anderen Nationen. Gerade weil eben die Sekundärgeschütze eine Viertelpenetration von Hause aus schon mitbringen. Also hier in dem Fall bei 105 mm eben 25 mm Durchschlagskraft der Sprenggranate und bei den 150 mm sogar 37 mm von Hause aus. Wir kommen bei dem Friedrich nicht umher. Wenn wir vernünftig Schaden machen wollen, müssen wir EVE skillen, weil wir dann einfach auch die 32 mm am Ende erreichen. Kommen wir zur Flugabwehr beim Friedrich den Großen. Ihr seht die Werte jetzt für die Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugabwehr eingeblendet. Ich sage euch jetzt die Werte, die die Iowa hat und damit wird klar, dass die Iowa absolut überlegen ist bei der Flugabwehr. Wie gesagt, Iowa, Kurzstrecke 905 Damage pro Sekunde kontinuierlich, 68% Trefferwahrscheinlichkeit. Dann haben wir Mittelstrecke bei der Iowa, 12 Explosionen, 980 Damage pro Explosion, 667 Damage-Punkte bei 73% Trefferwahrscheinlichkeit bis 3,5 Kilometer. Und dann haben wir eine Langstrecke, 8 Explosionen, 1540 Trefferpunkte, kontinuierliche Schaden 260, 73% Trefferwahrscheinlichkeit. Und ja, wie eben schon eingangs gesagt, die Iowa ist das viel bessere Flugabwehrschiff.
Außerdem ist der Friedrich relativ anfällig für Beschuss aus der Luft. Also HE-Bomben, AP-Bomben kommen relativ gut durch, machen. Da leidet der Friedrich immer richtig, wenn man da eine Bombe abkriegt. Gehen wir weiter zur Manövrierbarkeit. Hier im bestausgebauten Stadium haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten. Der Wendekreisradius mit 940 Meter ist für so ein Riesenschlachtschiff gar nicht mal so schlecht, kann man gar nichts gegen sagen. Auch die Ruderstellzeit ist mit 17,5 Sekunden ganz angenehm für ein so großes Schlachtschiff dieser Tierstufe. Zur Verborgenheit kommen wir jetzt, dann geht es nämlich um die Erkennbarkeit. Da haben wir dann 17,3 Kilometer zu Wasser, 12,84 Kilometer zu Luft und wenn ihr aus dem Nebel mit den Hauptgeschützen schießt, 16,8 Kilometer. Das heißt, da haben wir gleich wieder diesen negativen Part. Wir sind relativ weit zu Wasser zu erkennen. Also das ist schon richtig, richtig lästig und sollte auch unbedingt ein bisschen runtergeskillt werden, damit man nicht quasi gleich aufgibt, wenn das Gefecht beginnt. 12,84 Kilometer zu Luft ist ganz okay. Es gibt Schiffe, die sind schlechter zu erkennen, also früher zu erkennen als ihr. Und damit sind wir durch die ganzen Werte hier schon einmal durchgegangen und wir kommen dann direkt einmal zu dem Verbrauchsmaterial, was ich euch jetzt einblende. Ihr habt hier vier Verbrauchsmaterialien, das Schadensbegrenzungsteam 1 und 2. Fangen wir direkt vorne an. Wirkungsdauer 15 Sekunden. Ihr seht, es ist unbegrenzt verfügbar. Ladezeit 120 respektive 80 Sekunden. Dann gibt es in Slot 2 die Reparaturmannschaft, die ich ganz angenehm finde. 28 Sekunden aktiv. 421 Punkte werden standardmäßig wiederhergestellt. Ihr habt dann später sogar mit der India-Delta-Flagge 505 Trefferpunkte, die pro Sekunde hergestellt werden. Das heißt, ihr könnt pro Reparaturzyklus bis zu 14.140 Punkte wiederherstellen. 3 respektive 4 Aufladungen. Ihr kennt das, die Ladezeiten sind unterschiedlich, je nach Premium oder Non-Premium Verbrauchsmaterial. In Slot Nummer 3 könnt ihr wählen zwischen Aufklärungsflugzeug oder Jäger. In der heutigen Zeit, wo uns die Flugzeugträger eigentlich allgegenwärtig sind und ihr ja nun wisst, dass der Friedrich ein Schiff ist, welches auf Mittelstrecke und Nahkampfentfernung besonders effizient und effektiv ist, solltet ihr auf jeden Fall euch für den Jäger meiner Meinung nach entscheiden. Und wie der große Friedrich hier startet, 4 Jäger, Aktionsradius 3 Kilometer. Ihr habt 60 Sekunden, die die Jäger aktiv sind. Ist so ein Standardwert inzwischen in World of Warships geworden. Und ja, wir haben dann hier 2 respektive 3 Aufladungen. Verstärkt einfach eure Flugabwehr und hilft ein bisschen eure da gegnerische Bomber vielleicht schon mal runterzuschießen, bevor sie die ersten Aale im Wasser haben. Und dann kommen wir zu einem richtig geilen Verbrauchsmaterial, was die deutschen Schlachtschiffe auch so besonders macht. Ihr habt eine Hydroakustik. Ja, hydroakustische Suche auf dem Schlachtschiff ist richtig geil und ihr habt eine richtig starke, die beste Hydroakustik im Spiel. Ihr könnt Torpedos 4 Kilometer vor euch orten und Schiffe sogar 6 Kilometer. Das ist so ein Semikor-Radar, wenn man das so sagen möchte. Ihr seht hier, Ladezeit 180 Sekunden, respektive beim Premium-Verbrauchsmaterial eben 120 Sekunden. Dann geht es weiter zu den Verbesserungen, die man hier einbauen sollte. Also, es gibt am Ende 2 verschiedene Builds, die man hier auf dem Friedrich setzen kann. Ich denke, aufgrund der Charakteristik des niedrigen Sigma-Werts, der hohen Streuung und so weiter, ist man dazu natürlich angehalten, relativ nah ranzufahren. Darum möchte ich euch hier in erster Linie ein Sekundärbild vorstellen. Da baue ich die Hilfsbewaffnungsmodifikation 1 in den ersten Slot ein. Und dann baue ich in den zweiten Slot die schadensbegrenzte Systemmodifikation ein. Das ist das, was wir dazu beitragen können, damit das Schiffchen ein bisschen länger lebt. Das Risiko des Brandes um 5% reduziert, das Risiko des Wassereinbruchs um 3% reduziert. Darum das in Slot 2. In Slot 3 gehört zu einem Sekundärbild natürlich die Sekundärbatteriemodifikation. Solltet ihr hier auf Survive gehen wollen, solltet ihr die Zielsystemmodifikation einbauen. Und dazu auch im ersten Slot, solltet ihr auf Survive gehen, baut ihr die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 ein. Ja, in Slot Nummer 4, da geht es eigentlich gar nicht anders, als die Schadensbegrenzung Systemmodifikation 2 einzubauen. Denn auch gerade denn, wenn ihr Survive skillt, wollt ihr natürlich möglichst lange leben. Die Ruderstellzeit mit 17,5 ist gerade noch verkraftbar und auch die Antriebsmodifikation. Man muss sich eben dran gewöhnen, man fährt ein Schlachtschiff. Ja, das ist aber eigentlich soweit
dann synchron, ob man da jetzt sekundär oder eben Survive Skill. In Slot 4 kommt die Schadensbegrenzung Systemmodifikation 2. In Slot 5 kommt dann die Tarnsystemmodifikation, weil einfach auch die Streuung der Gegnergranaten auf euch erhöht wird und ihr dann eben nicht mehr ganz so weit aufgeht, wie eben standardmäßig ihr eben aufgeht. Ihr kommt dann schon mal runter auf 15,6 Kilometer, das ist schon mal ganz angenehm. Und in Slot 6, so sehe ich es zumindest, Hauptbatteriemodifikation 3, egal ob Sekundärbild oder ein Survive-Bild, am Ende habt ihr dann schon eure Nachladezeit der Hauptbatterie bei 406 mm Kanonen auf 22,9 Sekunden reduziert. Und ihr kriegt dafür zwar Turmdrehzeit drauf, aber aufgrund der geringen Turmdrehzeit, die ihr ja nur habt, mit 32,7 Sekunden für die 180-Grad-Kehre, was übrigens ein sehr, 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 sehr guter Wert ist, verliert ihr dann nur noch mal 5 Sekunden und dann seid ihr bei 37,6 Sekunden Turmdrehzeit. Das ist also richtig cool und ihr müsst das nicht mal gegenskillen und habt immer noch eine sehr, sehr geile Turmdrehgeschwindigkeit. Also von daher, Hauptbatteriemodifikation 3 bringt euch effektiv über 3 Sekunden Nachladezeit schon alleine bei den 406 mm Kanonen. Und mit in Verbindung mit dem Adrenalinrausch nachher kommt ihr locker mal unter 20 Sekunden von der Nachladezeit her. Ja, also das ist so ein wirklich super genial, wenn ihr, wie gesagt, jetzt einfach mal gefühlt alle 20 Sekunden 406 mm rausrotzen könnt. So viel zu den Verbrauchsmaterialien und zu den Verbesserungen. Dann schlage ich vor, gucken wir uns mal das Äußere an. Ihr solltet auf jeden Fall dazu Sorge tragen, dass ihr eine Tarnung auflegt, die zumindest die Erkennbarkeit zu Wasser um 3% reduziert und die Streuung der Gegnergranaten um 4% erhöht. Das ist das Mindeste, was ihr hier tun solltet. Vielleicht ein bisschen auf eure Wirtschaftlichkeit achten, wenn ihr irgendwo Tarnung habt, die die Schiffswartungskosten reduzieren und so eine Sachen. Oder ihr mehr Credits verdienen könnt. Dann solltet ihr das mitnehmen, ihr fahrt ein T9-Schiff, wenn ihr nicht Premium, einen Premium-Account habt oder immer sehr gute Gefechte mit dem Schiff, dann ist es anstrengend, damit Gewinne zu erwirtschaften. Kommen wir zu den Signalen und da fangen wir oben links an. Sinnvolle Signale, November Echo, Set to 7 natürlich für die Flugabwehr. Die ist zwar nur Medicore, aber sie wird dann nochmal ein bisschen verbessert vom Durchschnittsschaden. Dann ganz klar, im Sekundärbild brauchen wir Mike, Yankee, Soxy, Six hier. Die bauen wir natürlich sofort ein und dann sind wir schon in der zweiten Reihe, wo ich ganz klar aufgrund der Anzahl der Verbrauchsmaterialien dazu tendieren werde, November Foxtrot zu skillen, um die Ladezeit der Verbrauchsmaterialien zu erhöhen, dann, also zu verkürzen, dass die schneller parat sind, die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes um 5% erhöhen mit Sierra Mike, dann sind wir bei 31,5 Knoten, dann kommt natürlich in der Delta, hatte ich vorhin schon gesagt, 20% mehr Trefferpunkte wiederherstellen. Und dann geht Reparaturdauer des Wassereinbruchs muss reduziert werden und die Zeit der Brandbekämpfung auch nochmal um 20% reduziert. Und dann haben wir schon 7 von 8 Signalen verteilt und der Rest, den könnt ihr euch dann selber aussuchen bei ökonomisch oder bei anderen Sondersignalen eben. So, und dann kommen wir schon zum Kapitän, den wir hier auf diese Schiffchen setzen sollten, wollten, können. Und wie gesagt, ich möchte zuallererst einmal den Sekundärbild vorstellen. Mit dem Sekundärbild fange ich oben an und zwar mit dem vorrangigen Ziel. Ich muss wissen, wenn ich offensiv unterwegs bin, wie viele Schiffe auf mich zielen. Kann ich weiter vorfahren? Sollte ich nicht so weit vorfahren, wie auch immer. Vorrangiges Ziel versetzt mich in die Lage, besser abschätzen zu können, was ich hier treibe. Darum, erster Punkt geht in vorrangiges Ziel. Der zweite Punkt geht sofort in den Adrenalinrausch, um davon zu profitieren, wenn ihr Schaden nehmt. Und das macht ihr unweigerlich, wenn ihr offensiv unterwegs seid. Davon zu profitieren in Sachen Nachladezeit. Das wirkt nämlich nicht nur auf die Hauptbatterie, sondern auch auf alle Sekundärgeschütze und auch die Flakbatterien und so Sachen. Ja? Also alles, was da sekundär mit verbaut ist. Dann in Slot 3 geht ihr auf jeden Fall auf Inspekteur, weil ihr habt so viele Verbrauchsmaterialien, dass der Inspekteur sich da richtig lohnt. Ihr kriegt überall eine Ladung dazu. Und in Slot 4 geht es dann sofort auf die verbesserte Schießausbildung, um einfach die Reichweite nochmal um 20% zu erhöhen. Und dann geht es weiter mit dem manuellen Feuern der Sekundärbewaffnung, die euch dann weniger Streuung garantiert, nämlich 60% weniger Streuung. Und das ist absolut ein genialer Wert. Das bringt dann die Effizienz nach oben. Im Anschluss daran solltet ihr euch überlegen, IFAE hier reinzuskillen, weil es einfach nochmal ein bisschen mehr an Schaden
generiert, nämlich gerade auf Kreuzern, die eben besser gepanzert sind als 25 mm. Also sowas wie die Des Moines zum Beispiel, die hat 27 mm. Ihr werdet häufig in T10-Gefechte kommen und die Kreuzer auf T10 haben in der Regel 27 mm Panzerung. Und wenn ihr da zusätzlichen Schaden generieren wollt, kann EVE euch dabei helfen. Und im Anschluss daran sind wir ja dann schon bei 18 Punkte, könntet ihr euch am Ende dann überlegen, hier zum Beispiel präventive Maßnahmen einzubauen, um einfach die Systemausfälle für eure ganzen Türme und Steuergetriebe, Motor und so eine ganze Geschichten eben zu reduzieren. Und dann hätten wir 19 Punkte vergeben. Und dann kommen wir zum Survive-Build, den ich euch hier gerade einblende. Es geht einmal oben links los. Vorrangiges Ziel, Reihe 2, dann rechts Adrenalinrausch. In der dritten Reihe geht links die Grundlagen der Überlebensfähigkeit und dann in der vierten Reihe fangen wir mit Brandschutz an. Das heißt, wir haben jetzt 10 Punkte vergeben. Wenn ihr dann weitere Punkte bekommt, macht natürlich der Tarnungsmeister als erstes Sinn in der vierten Reihe, weil wenn ihr nicht so weit zu sehen seid, könnt ihr halt damit spielen, euch beschießen zu lassen, wenn ihr tanken wollt. Wenn ihr nicht tanken wollt, könnt ihr halt auch zugehen. Das hilft ganz ordentlich. In der Reihe 3 dann oben wieder der Inspekteur. Einfach mehr Verbrauchsmaterial, das hilft immer im Überleben. Ihr habt eine Reparaturmannschaft mehr, ihr habt eine Hydroakustik mehr. Das ist natürlich Gold wert im Survive. Und dann gehen wir wieder in Reihe 2, wo ihr dann den 1000-Sasser oder die höchste Alarmbereitschaft oder den Elite-Schützen skillen könnt. Die ersteren beiden sind sicherlich effizienter. So, und jetzt hoffe ich, dass euch diese Schiffseinweisung wieder ein bisschen mit dem Schiff vertraut gemacht habt. Ich möchte euch noch mal ganz kurz die Pro und Kontras von dem Dampfer hier nennen. Ganz große Pro ist die Turtleback-Panzerung, die ich gleich am Anfang schon mal gezeigt und erwähnt habe. Es ist sehr, sehr schwierig, bei diesem Schiff im Zitadellentreffer zu platzieren. Es ist möglich, aber es ist doch gewisserweise ist schon schwieriger als bei anderen Schiffen. Dann haben wir einen sehr gutes Hydro, wenn nicht das Beste. Durch die Reichweiten ist das natürlich richtig geil. Wir haben ein Viertel Penetration, das heißt auf den Haupt- und den Sekundärgeschützen durchschlagen wir mehr Millimeter an Panzerung mit den HE-Granaten. Wir haben guten HP-Pool mit 84.000, über 84.000 Trefferpunkten ist das schon ein richtig geiles, konkurrenzfähiges Schiff. Die Turmdrehzeit ist richtig genial mit 32,7 Sekunden Stock und der Reload von 26 Sekunden Stock. Und wenn man dann da die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 da einbaut, kommt man auf unter 23 Sekunden. Da kann sich selbst eine Scharnhorst ab und zu mal eine Scheibe von abschneiden, denn von der Nachladezeit her sind wir dann mehr als ebenbürtig. Kommen wir dann zu den Contra bei dem Schiff. Das größte und beschissenste Contra, was ein Schiff haben kann, ist schlechte Genauigkeit. Der Friedrich hat's leider. Ihr seht hier gerade, die Wooster wird auch nur bescheiden getroffen. Ihr steht in der Regel relativ spitz zum Gegner, um euren Panzerungsvorteil auszunutzen. Ihr habt also nur 2 Türme und 2 Rohre. Der Sigma ist selbst auf 11, 12 Kilometer manchmal doch sehr RNG-lastig. Zusammen mit der sehr großen horizontalen Streuung und dem niedrigen Sigma-Wert ist es eben manchmal doch ein bisschen ein Geduldsspiel, um da vernünftig Schaden zu machen. Darum braucht ihr eben diese Sekundär, um diese Sache so ein bisschen auszugleichen. Ihr habt dafür die Panzerung an dem Schiff und deswegen halte ich den Sekundärbild hier für den sinnvollsten Bild, den man hier auf diesen Dampfer raufsetzen kann. Es gibt dann noch 2 weitere Punkte, die nicht so positiv sind, aber auch für ein Sekundärbild sprechen. Also gerade der zweite negative Punkt, nämlich die hohe Erkennbarkeit. Warum soll ich denn hinten rumstehen und die Tarnung runter skillen, wenn ich dann mit dem Spaghetti-Stick hier verschieße, sowieso nichts treffe? Und deswegen, hohe Erkennbarkeit ist ein negativer Teil und der Teil 3, der negativ ist, ist keine gute Flak. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß, gutes Gelingen, wenn ihr zum Beispiel diesen Bild mal nachbauen wollt oder nachfahren wollt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Schiffseinweisung haltet. Solange es konstruktiv ist, gehe ich darauf gerne drauf ein. Unkonstruktive, störende Kommentare werde ich einfach kommentarlos löschen. Und besucht uns doch auch gerne über YouTube hinaus bei Facebook, Twitter und Instagram. Einfach Hashtag Seacrowds eingeben, dann findet ihr uns. Und da sind wir dann weiter in Connection sozusagen. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch gerne nochmal ans Herz legen. Schaut unten in die Beschreibung. Da haben wir den Discord-Link verteilt nochmal, wo ihr dann auf unseren Discord-Server sogar joinen könnt.
Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Video hier auf dem Seekreuz-Kanal. Haltet die Ohren steif. Bis dahin, euer Seekreuz-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.